Ja, hi, herzlich willkommen zurück zu WWE 2K15 und ja, machen wir einfach weiter. So, Entschuldigung, ich musste meine Freude kurz rauslassen. Gut, B-Pointe, du hast dich in deinen Kämpfen wirklich bewiesen. Ich glaube, es ist Zeit, dass du eine Chance auf den WWE Championship bekommst. Ja, Mann, endlich. Oh Gott, Leute, wie freut mich das, ey. Oh Mann, ja. Es gibt aber noch ein paar Prüfungen, die du bestehen musst. Wenn du den schaffst, wirst du herausfordern für den WWE Championship. Viel Glück. Ja, Mann, ja, Mann. Ja, Mann! Oh Gott, Leute, Leute! Ich krieg die Chance! Da ist die! Wir sind unserem Ziel ganz nah! Den WWE Championship und das ist mein großes Ziel! Was passiert jetzt? Mist! Was soll das, hä? Ich kann dich auch so squashen. Ganz ehrlich. Das macht mir gar nichts. Gut, nach der Attacke. Gut. Dann machen wir's. So, und jetzt. German Suplex. Wunderbar. The Miz. So, und. Jawohl. Big Boot. Bisschen ausruhen. Deswegen versuchen wir ein bisschen draußen zu arbeiten. So können wir es besser meistern. So, DDT, weil die Moves sind ja auch auf dem Boden noch härter. Okay, ob es jetzt hier auswirkt, keine Ahnung, aber generell sind die natürlich auf dem Boden härter als auf dem Ring. Deshalb gehen doch die Leute auch gerne raus. So, Clothesline. So, und. Jawohl. So, super. Immer in Gelb. So, und. Er versucht das immer wieder, mich zu attackieren, aber das schafft er nicht immer. So. Gut. Wir sind stärker. Come on. Komm rein. So. Ja, klar. Jetzt auf einmal kontert er alles, ne? Nee. Das nicht mit mir. Nicht mit mir. So, und. Ja. Stark. So. Gut. Running Knee, komm. Running Knee, bitte geh durch, bitte geh durch. Bitte. Ja, war klar, dass er nicht durchgeht, aber das geht auch nicht durch. So, ich muss rausgehen. Weil, ganz ehrlich. So kann ich nicht das Match gewinnen. Und ich will das Match auch. So. So, und. Jawohl. Dignity. Wunderbar. So. Vielleicht können wir es auch ohne Finisher schaffen. Mal sehen. Nein, glaube ich nicht. So. Gut. Jawohl. Und. German Suplex. Wunderbar. Gut. Jawohl. So, und. Dignity, aber. Oh, rot. So. Gut. So. Jawohl. Rein mit dir. So, jetzt versuche ich den Chokeslam zu zeigen. So. Ja. So. Chokeslam. So, come on. One, two. What? What? Wie konnte er den kontern? So, aber den nicht. Den kontert er nicht mehr. Tombstone Piledriver. Und der Pin. Das war's. Das war's, Leute. One, two, three. Jawohl. Die Aufgabe haben wir gemeistert. Bin mal gespannt, was die nächsten 3 Wochen für Aufgaben werden. Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird nicht so einfach, Leute. So, Chokeslam, Tombstone. Junge, 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 Junge. Attackiert uns, aber trotzdem hat er keine Chance. Ja, der Mist kann sich auch nicht schämen, weil, naja, er hat mich ja attackiert, versucht mich so zu schwächen, aber hat es nicht geschafft. Ich habe trotzdem gewonnen. So ist das Leben. Leben ist nicht immer einfach.
So, 4,5 Sterne. Wunderbar. Nach dem Kampf gegen Bipointe muss ich sagen, dass er es verdient hat, Hauptherausforderer für den WWE Championship zu werden. Oh, von The Miz? Respekt. Das erkennt er mir sogar an, obwohl es nicht zu seinem Gimmick passt, aber gut, ich akzeptiere es. So. Oh, wir haben ein bisschen Geld. Gucken wir mal, was wir damit machen können. Irgendwas verbessern. Ja, das können wir. Warte. Was können wir sonst verbessern? Stärke. Machen wir das mal. Also ein bisschen stärker. Oh, können wir alles verbessern, bevor wir die Karriere beenden. Das wäre lustig. So. Bipointe, bist du dahinter gekommen? Ich habe all deinen Gegnern das gleiche versprochen, was ich dir auch versprochen habe. Der beeindruckendste Superstar bekommt den Titelkampf. Bipointe, du bist einer der jüngsten Stars im Roster. Es gibt viele andere, die der Meinung sind, schon längst einen Titelkampf verdient zu haben. Du musst sie besiegen, um zu beweisen, dass du zu den Großen gehörst. Wer ist der Erste? Damien Sandow? Okay. Den besiegen wir auch ganz schnell. Was meint ihr? Besiege ich ihn? Besiege ich nicht? Besiegt er mich? Bin ich kein Großer? Schreibt es in die Kommentare. Habe ich mir die Titelchance sogar auch verdient? Weiß nicht. Ihr habt ja meine Freude gehört. Ich weiß gar nicht, wie laut das jetzt war. Und, oh nein, ich hasse diese Attacke. Ich hasse diesen Move. Den hasse ich auch schon bei der PS3-Version, als Bo Dallison gegen mich immer die ganze Zeit angewendet hat. Mann, ey. So. Gut. German Suplex. Erstmal German Suplex als Impact, um zu zeigen. So, jawohl, Uppercut. Super. Erstmal in die Mitte ziehen und Moonsault. Jawohl. So, und. Ja. Oh, Senno. So, und. Jawohl. So, oh, Elbow. Jawohl. Und. Was mir aber gerade aufgefallen ist, ne? Ich habe doch Randy Orton damals doch im World Heavyweight Title besiegt. Jetzt muss ich gegen den WWE-Titel besiegen. Illuminati? Sorry. Aber das wollte ich mal bringen irgendwie. Keine Ahnung, ich hatte irgendwie Lust. So. Auch wenn es überhaupt keinen Sinn ergeben hat. Oder hat das Sinn ergeben? Schreibt es mal in die Kommentare. So. Gut. Und. Ja, Mann. So. So, und. Ich hasse diesen Move. Ich hasse den. So. Come on. Come on, the intellectual saber of the masses. So. Und. Chokeslam. Und Cesaro Swing. So. Und. Der wird gnadenlos gezeigt. Gnadenlos. So. Was? Das war's. Für heute. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Nein! Er kickt aus. Was für ein Schocker! Ich wusste irgendwie, dass er auskickt. Ich wusste es irgendwie. Keine Ahnung warum. Aber irgendwie wusste ich das. So. Gut. Aber da gehen wir einfach weiter. Wir sind ja noch fit. Im Gegensatz zu Sandow. Von der Stamina auf jeden Fall. So, und. Ah, oh, schade. So, und. Ah, come on. So. Oh, ne. Wieso konnte ich das denn mir so gut? So. Was? You can see me. So, jetzt kommt die Niti. One. Two. What? Kickt immer noch aus. So. Vielleicht entscheidet es wieder der Whisper in the Wind. So, und. Ja. So, und. Whisper in the Wind! Pin ihn doch! Honk. One, two. So. Ja. So, und. Powerbomb.
Reicht das jetzt? One, two. Immer noch nicht. Das ist denn nicht wahr. Was? Wieso zeigt er denn nicht? Mann! Bist du bescheuert im Kopf? So. Gut. So. Jetzt der Chokeslam. Komm, Pin. One, two, three. Kann er nicht mehr auskicken. Tschüss. Das war's. The match is over. So. Gut. Boah, was für Moves sie gezeigt haben. Das war ja mal ein Move-Spektakel. Oh, oh, was passiert jetzt? Like the respect was not mutual, and he's paying for it. Yeah, if he really wants to be champion, he needs to learn quickly that he can't trust anyone. Das ist richtig. Wir haben eine wertvolle Lektion gelernt. Traue niemanden, auch kein Damien Sandow. Das darf nicht passieren. Gut. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich gegen dich verloren habe. Ich will Hauptherausforderer sein. Und wenn du es wirst, werde ich dagegen. Oh Mann, ey, kann ich kein Deutsch. Ich will Hauptherausforderer sein. Und wenn du es wirst, werde ich dagegen etwas tun. Das schwöre ich. Komm, du kannst gar nichts. Ich bin Hauptherausforderer. Hab dich schon besiegt. Also von daher, gegen dich brauche ich nicht mehr zu kämpfen. Ganz ehrlich. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann und ciao.